Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Spider-Man 2. Und beim letzten Mal haben wir Sandman besiegt. Bin gespannt, was jetzt als nächstes passiert. So ein Chaos! Marco, was ist in dich gefahren? Auf geht's! Gefunden. Ich komme. Sekunde. Alles okay? Jetzt schon. Danke. Spider-Man, der Chief braucht dich. Spider-Man, hast du Zeit? Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Geschafft. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Was brauchst du? Das Dach an der Ecke von Worth und Lafayette. Wie ist der Plan? Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Keine leichte Aufgabe. Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber planen? Seit 2 Minuten oder so. Versucht gerade elegant nach oben zu gelangen. Ah, so funktioniert. Es sollte dort einen Starter geben. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar, hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. Okay, was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Hab dir die Pläne geschickt. Sind da. Was wir nicht alles haben. Sieht aus wie eine Drohne. Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. FRND. Habe ich gerade einen Freund gemacht? Hast du. Mein Ich aus der 7. Klasse war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Okay. Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Die Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Wir haben es geschafft! Wieder am Werk. Ist das dort? Wir kaufen mal spontan das hier. Ah, da unten ist das. Guckt die ganze Zeit nach oben und wartet, dass da was passiert. Aber das ist unten. Na gut, haben wir noch was für beide? Wir hätten noch einen Punkt.
Okay, wir haben doch keinen Punkt. Da, eine Verbrechensmeldung. Passiert jetzt noch was? Also, ist markiert? Na los, auf geht's. Na los. Kriegen wir nicht Fallschaden? Wir haben jede Menge Zeit. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Räumen wir den Laden aus. Na los, aufladen! Er ist hier! Zerquetschen! Waffendiebstahl? Nicht mit mir! Halt dich an den Plan! Ich mach dich alle! Wer gründet bitte einen Waffenclub in der Stadt? Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Die einem Club für Komplimente. Die schaden niemandem und sind umsonst. Zum Beispiel, das? Du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Hey, das klingt echt gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. Töten wir ihn aus. Gleich knack, Baby! Das waren viele. Wollten das Sandhaus in der Stadt ausnutzen. Unhöflich. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Da kommen noch mehr. Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Okay. Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte. Leute, meine App ist noch down. Ich weiß, ich arbeite an einer Lösung. Eine Minute. Meld mich. Denn? Oh Mann, ob das sauer auf mich ist? Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht weiß. Nur konzentriert. Sagt Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Doch. Einmal haben wir bei dir dieses Brettspiel gespielt. Du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Lass mich in Ruhe, Spider-Man. Okay, die neue App wird kompiliert. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los.
und ich habe Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh Mann, wie blöd! Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Cooles Wortspiel, das du noch nicht verstehst, aber das wird sich gleich ändern. Machen wir das nächste Mal. Jetzt sind wir ja fast da. Brauchen wir jetzt ein bisschen an Höhe. Doch nicht, ich muss ein bisschen runter. Okay, bin da. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Wir okay, wollen. Ich sehe den Starter. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Jetzt kapiere ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Nah dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Rechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Laut den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Hey, Hilfe gefällig? Schlüsseldienst! Du kannst so viele Typen für einen Transporter? Ist doch übertrieben! Oh wow! Runter! Wie wär's? Naja, wenn ihr stattdessen einfach den Leuten helft! Ist alles, was ihr habt! Wirklich! Miho, geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Sie. Ich helfe Gloria in Downtown bei Fies. Oh, hast du schon Mr. Sumida getroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Wird gemacht, war versprochen. Muss los! Es reicht! Zeit für die schweren Geschütze! Geschütze? Hey, das war die mit Geschützen. Das ist riesig. Großer Typ. Könnte ich in Physik abstrakte Gleichungen für hypothetische Situationen lernen? Diese Art von Physik gefällt mir besser. Erschieß die Spinne! Schlechter Rat! Nicht blitzen! Noch einer? Das ist noch Vater. Okay, hab die App aktualisiert. Check das mal.
Coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Sehen wir an. Gegen Sandman. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Raft. Er sitzt vor mir. Aber ich hab so eine Ahnung. Moment. Lass mich mit seinen Erden. Okay, jetzt bin ich echt sauer. Hab mit den Erden geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay. Die Erde meint Markus' Geist bei Zersprung. Also, buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Eben war ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Ein sprechender Kristall. Okay. Scheint ein Teil von Marcos Erinnerung zu sein. MJ meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Bin dran. Okay, wo geht's lang? Haben wir noch irgendeine bessere Möglichkeit, als rauszukommen wie gerade eben? Das haben wir. Ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein! Du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Ich brauche einen Drink. Hey, bleib weg von der Limo! Das ist die Spinne! Auf ihn! Du stoppst uns nicht, Spider-Man! Paparazzi sind schlimm genug, aber Paparazzi mit Waffen? Aufpassen! Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Hier wird es. Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? Ich hasse Netze! Ich zerreiß dich, Spinne! Das war? Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. Yeah.
Hey, Jonah Jameson. Das muss ich Spider-Man sagen. In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Ich komme! Von links! Hey, Spider-Man! Guck mal, wer da ist! Was? Oh, bin ich? Spider-Man! Jonah! Mein Sonnenschein! Ist okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Mach ein Foto davon! Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef! Manches ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ärzten. Wäre so cool werden können. Gegen meinen Willen! Ich war nicht Bedrohungen! Ich bin umzingelt von Bedrohungen! Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin, habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin! Halt, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans, hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Krass, ich hab's wirklich getan. Wo ist Mr. Somida? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise? Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann. Ich kann das nicht sehen. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Direktorin Evans. Ja, dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und es wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Alter, du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Hey, tut mir leid wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiterhin. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer... Zeig mir nicht die Stadt, zeig mir New York. Ah, okay, nach oben streichen. Ich musste von diesem Sandwich erzählen, das ich gerade gegessen habe. Was geht, Spinnendeck? Was haben wir nach rechts? Bis jetzt noch nichts. Links haben wir die Meldungen. Okay. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Vielleicht entdecken wir noch neue Funktionen in der App. Wir machen erstmal das Foto und mal sehen, was danach noch so passiert. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit.
Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye!